Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir über die wichtigsten Punkte, die eine Frau in einem Mann sucht, die sie in dir suchen wird, um dich attraktiv zu finden. Schön, dass du wieder da bist. Also darüber wollen wir heute reden und ich möchte eine Sache gleich formal ausklammern. Es geht hier jetzt nicht ums Optische, es geht hier nicht um Looks, es geht hier nicht darum, wie du dich anziehst. All das ist wichtig, da habe ich in den letzten Videos viel darüber gesprochen. Es geht hier nicht um Körperhaltung, es geht hier wirklich um innere Dinge. Denn natürlich gehören diese beiden Sachen zusammen. Da ist das Äußere, da ist das Innere und die ergeben das Gesamtbild. Natürlich ist das Äußere das, was zuerst wirkt, der erste Eindruck, aber manche Dinge, die im Inneren passieren, können sich auch so auswirken, dass sie einen guten ersten Eindruck machen, obwohl das mit dem Äußerlichen eigentlich nichts zu tun hat. Und die wichtigste Sache, das, was jeder Mann entwickeln sollte, um mehr Erfolg mit Frauen zu haben, ist die Fähigkeit, sich absolut angstfrei und, naja, frei im Allgemeinen, sage ich mal, auszudrücken. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du einfach sagst, was du denkst, sagst, was du sagen willst, ohne dir darüber Gedanken zu machen, okay, wie könnte es denn auf die Frau wirken? Oder wäre es vielleicht schlau, etwas anderes zu sagen? Oder du denkst dir, oh nein, was denken die anderen Leute um uns herum, die uns jetzt hier beobachten? Was denken die von mir? All das sind Sachen, die machen dich unfrei. Ja, die verhindern, dass du dich frei und vollkommen ausdrücken kannst. Und das ist einer der größten Problempunkte, den die meisten Männer haben. Denn dadurch treten sie einfach nicht vollständig auf im Flirt. Das heißt, sie gehen in den Flirt mit der Frau, aber sind nicht wirklich im Flirt vorhanden, sind nicht wirklich da, weil sie sich nicht trauen, vollkommen da zu sein. Und dadurch wirken sie halt nicht besonders stark. Ja, du kannst dir das so vorstellen, wie als wenn du jetzt so eine Dimmlampe hast und du kannst die auf 100% hochschrauben. Und natürlich, wenn du die Dimmlampe jetzt auf 20% schraubst, dann wirst du nicht besonders viel sehen, dann wird nicht besonders viel strahlen. Aber wenn du die Dimmlampe auf 100% schraubst, dann ist sie super hell, sie blendet dich, sie hat einen extremen Einfluss auf dich und so wie du die Welt in dem Moment wahrnimmst. Und so ungefähr ist das mit Frauen. Wenn du in der Lage bist, deine eigene innere Dimmlampe auf 100% zu stellen und einfach zu kommunizieren, einfach dich auszudrücken. Na, du kennst mein Mantra. Ausdrücken statt beeindrucken. Du willst dich ausdrücken, statt die Frau zu beeindrucken. Na, die Dinge, die du sagst, sollten aus einem ich möchte mich hier ausdrücken Standpunkt kommen und nicht aus einem, boah, ich muss sie damit beeindrucken. Daran kannst du erkennen, wie gut du schon unterwegs bist. Aber nehmen wir mal an, du kannst deine innere Dimmlampe auf 100% schrauben, dann hast du eine enorme Ausstrahlung, dann hast du das, was wir Charisma nennen. Und das ist dann etwas, das wirkt tatsächlich schon von vornherein. Das ist etwas, das wirkt dann äußerlich, obwohl es nicht äußerlich wirken kann. Es ist ja nichts, was sie sehen kann, aber sie wird es spüren. Es ist die Art und Weise, wie du dich bewegst. Es ist die Art und Weise, naja, wie deine, ich sag mal, Energie ist. Und das merkt man tatsächlich und Frauen merken das nochmal viel eher als Männer. Und das kannst du vielleicht an dir selbst beobachten, wenn du schon mal Frauen angesprochen hast, wenn du so einen guten Tag hast, wo du hast das Gefühl, boah, heute bin ich gut drauf, yeah, dann wirst du merken, wie die Frauen anders auf dich reagieren, wie du vielleicht mehr Blicke bekommst und dann natürlich auch mehr Flirts daraus werden. Das heißt, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die man entwickeln muss und die entwickelt man tatsächlich am besten im Flirt. Na, manche Männer wollen dann immer irgendwelche großartigen Lösungsansätze haben, aber das ist so eine Sache, die lernt man wirklich am besten, indem man es tut. Je mehr man flirtet, je mehr man mit fremden Leuten, das gilt allgemein, fremde Leute in Kontakt ist, desto mehr kann man das, desto besser kann man sich öffnen. Und da muss man wirklich so ein bisschen die Arbeit auch reinstecken, damit diese innere Entwicklung stattfinden kann. Aber es ist, glaube ich, die wichtigste Sache, wenn du das kannst, wenn du da voll im Ausdruck bist, dann wirst du enorm viel attraktiver auf Frauen wirken und das kann dir wirklich andere Bereiche vollkommen ausgleichen. Wenn du nicht so gut aussiehst, aber diese krasse Ausstrahlung hast, dann wird dich das auf ein ganz, ganz anderes Level bringen. Das ist enorm wichtig, enorm relevant. Und wenn du nicht genau weißt, wie du da hinkommen kannst, dann es gibt einen äußeren Weg dahin und es gibt einen inneren Weg dahin, ne? Dann kannst du gerne zu mir ins Coaching kommen. Wir machen beide Wege. Ich führe dich an diesen Punkt, dass du dich voll ausdrücken kannst, dass du deine Attraktivität ausdrücken kannst und die auch bei der Frau ankommt. Erster Link in der Beschreibung, kannst du dich bewerben. Die nächste Sache ist, dass du einen gewissen Humor an den Tag legen kannst. Und ich meine damit nicht, dass du witzig bist. Du musst nicht Witze reißen, du musst nicht der witzige Clown sein. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber du musst in der Lage sein, über dich, die Dinge und die Welt lachen zu können. Eine gewisse humoristische Einstellung den Dingen gegenüber. Weil wenn du sehr ernst unterwegs bist in dem ganzen Thema, so, oh, ich muss hier Frauen ansprechen und es muss funktionieren und ich muss ihre Nummer bekommen. Je ernster und verbissener du an die Sache rangehst, desto schlechter funktioniert das. Und desto unattraktiver wirkst du auf Frauen. Ja, du solltest immer im Blick haben, was mache ich hier, wo möchte ich hin, warum mache ich das? Also solltest du dir überlegen, okay, Frauen ansprechen, warum mache ich das? Warum möchte ich überhaupt eine Frau in meinem Leben haben? Was ist der Grund dafür? Was ist hier mein Endziel? Das solltest du schon wissen. Aber in dem Moment, wo du dann im Gespräch mit der Frau bist, müssen all diese Sachen von dir abfallen und du musst einfach entspannt unterwegs sein. Lass es einfach fließen, lass es sich entwickeln. Du weißt ja bereits, wo du hin möchtest, deswegen musst du dir jetzt nicht den Stress machen, da wie so ein, ja, einfach so extrem, ah, ich muss da jetzt immer auf dem Weg und
aber das führt jetzt nicht zu meinem Ziel, deswegen kann ich diesen Weg jetzt nicht gehen. Was, sie will noch ein bisschen länger hier im Park bleiben, aber ich habe doch das Ziel, mit ihr zu schlafen, das geht nicht, ich muss es in eine andere Richtung pushen. All diese Sachen sind enorm unattraktiv und verderben dir und ihr vor allem den Spaß an der ganzen Sache. Und dann ist es kein Wunder, dass du nicht viel Erfolg mit Frauen hast. Ich habe ja öfter mal Leute in meinem Coaching, die sehr intellektuell unterwegs sind, sehr kopflastig unterwegs sind und die tendieren sehr viel dazu, gerade so Mathematiker, Informatiker, die wollen halt einfach ein Schema, das wollen sie durchziehen, aber sie sind nicht in der Lage oder bereit, sich auf diese andere Ebene, die emotionale Ebene, die Ebene des Fließens einzulassen, die da drunter liegt. Deswegen mach dir ruhig klar, was möchtest du denn in diesem ganzen Thema? Das ist ganz wichtig, damit du überhaupt weißt, wo soll es hingehen? Will ich eine feste Beziehung? Will ich einfach Frauen kennenlernen? Will ich mit vielen Frauen schlafen? Was möchtest du an der Stelle? Mach dir das klar und dann lass es aber danach fallen. Geh ins Gespräch, lass alles, was du weißt, fallen, lass deine Vorurteile fallen und entspann dich im Gespräch. Sei in der Lage, über dich selbst, die Welt und die Situation zu lachen. Das wird es dir auch viel einfacher machen, wenn dann solche Sachen wie Ablehnungen, die es in meiner Welt gar nicht gibt, da habe ich schon mal drüber gesprochen, wenn dann solche Dinge wie Ablehnungen kommen, das wird es dir einfacher machen, damit umzugehen. Denn du wirst einen Umgang damit finden müssen, denn das gehört dazu. Na, ich habe in meinen Coachings auch sehr, sehr gut aussehende Männer, die auch sehr viel Ablehnung erleben. Also es gibt nichts, was sich davor rettet. Ich habe sehr talentierte Männer, die sehr gut sind im Flirten und auch die erleben immer noch viele Ablehnungen. Das gehört einfach dazu, egal ob du jetzt hier in irgendeinem Bereich sehr, sehr gut bist oder eben nicht. Aber du musst damit einen Umgang finden. Und die letzte Sache, die dich sehr attraktiv macht und die auch sehr wichtig ist, ist das Thema Führung. Die Fähigkeit, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, aber auch Verantwortung vor allem für die Situation, für den Flirt zu übernehmen, in dem du da gerade bist. Denn wenn du den Flirt nicht führst, dann wird sie ihn wahrscheinlich auch nicht führen. Die wenigsten Frauen übernehmen die Führung. Manche machen das, ich sag mal so 5%, aber darauf willst du dich nicht verlassen. Du musst in der Lage sein zu führen. Und am Anfang mag dir das vielleicht noch so vorkommen wie, oh Gott, was soll ich denn jetzt machen, führen, wo soll es denn hingehen? Deswegen sage ich ja, musst du dir überlegen, wo soll es denn hingehen? Denn nur wenn du weißt, wo es hingehen soll, kannst du natürlich auch führen. Und dann muss man dieses Führen einfach üben. Du musst es dir zur Gewohnheit machen zu sagen, hey, lass uns in diese Richtung gehen. Das wird eine coole Sache. Und vielleicht weißt du nicht, dass es eine coole Sache wird. Weißt du, ganz oft in Dates, wenn ich sage, hey, wir gehen in diese Richtung und ich meine nicht nur, wir gehen jetzt geografisch in diese Richtung, sondern wir gehen in diese Richtung, dann weiß ich nicht, was passieren wird. Ich weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Ich habe neulich eine Frau getroffen, mit der ich gerade mich regelmäßig date und es ist ganz anders als sonst. Es ist eine sehr spezielle Situation und ich habe ihr gesagt, wir gehen jetzt in diese Richtung und wir gucken, was dabei rumkommt und ich weiß nicht, was dabei rumkommt, aber das ist in Ordnung. Ich bin bereit, ins Herz der Dunkelheit zu führen. Ich bin bereit, in das Unsichtbare zu führen und zu gucken, okay, wo werden wir landen? Was wird passieren? Und diese Fähigkeit zu entwickeln ist ganz, ganz wichtig. Und Frauen merken das sehr, sehr früh in der Kommunikation mit dir, wie bereit oder wie ja, in der Lage du bist zu führen. Und das ist eine sehr attraktive Sache, weil dann kann sie sich, wenn du führen kannst, in ihre Weiblichkeit entspannen, kann sich in ihre Weiblichkeit fallen lassen. Und das ist das, was viele Frauen suchen, was viele Frauen in Männern suchen, nämlich die Fähigkeit, dass die Männer ihnen erlauben, in ihre Weiblichkeit gehen zu können. Viele Männer sind dann wirklich so, hey, hier, ich will keine Verantwortung übernehmen, die Frau macht das schon. Ja, ich habe gestern noch mit meiner Familie auch darüber gesprochen, dieser berühmte Spruch von wegen so, ja, die Frau hat in unserer Beziehung die Hosen an, bla bla bla. Das ist so ein typisches, ich lehne mich zurück als Mann, übernehme hier keine Führung. Und ja, das ist einfach scheiße, es geht nach hinten los. Das möchte die Frau nicht, das möchte eigentlich keine Frau, außer du hast eine sehr maskuline Frau, die genau das möchte. Aber das ist in den seltensten Fällen wirklich der Fall. Deswegen lerne zu führen, fang einfach an, indem du erstmal dein eigenes Leben führst, indem du da erstmal Verantwortung übernimmst. Und dann kannst du Verantwortung für dich und eine Frau übernehmen. Und das bezieht sich hier wie immer, alles, was ich sage, nicht nur auf feste Beziehungen, sondern eben auch auf solche Dinge wie, hey, ich möchte viel Sex mit Frauen haben. Das Ganze hat auch mit Führung zu tun. Es ist wichtig, in jedem Bereich, ganz unabhängig davon, in welche Richtung du gehen möchtest. Das sind drei sehr wichtige Sachen. Natürlich gibt es noch andere, aber das sind so die drei größten Sachen, die man beachten muss, die man entwickeln kann, die du mit mir im Coaching entwickeln wirst. Wenn du den Channel noch nicht abonniert hast, kannst du es hier links oben tun. Fürs Coaching kannst du dich hier unter mir bewerben und hier geht es zum Video, wo du nochmal mehr Informationen für deinen Erfolg mit Frauen bekommst. Wir sehen uns übermorgen wieder. Geil, dass du hier warst. Bis dahin. Ciao.